Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, long time no see. Inzwischen auch mit neuer Frisur. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum ich jetzt so lange hier kein Video hochgeladen habe. Die werde ich euch gleich noch erzählen. Kurz noch, ich wünsche euch natürlich auch ein ganz tolles neues Jahr 2019. Ich bin ja überhaupt nicht der Silvester-Fan, weil dieses Rumgeböller, das macht nur die Tiere kirre. Und ja, wegen mir müssen wir das nicht jedes Jahr machen. Dafür lief es dieses Jahr eigentlich ganz gut. Es war zwar ziemlich laut, aber die Pferde haben sich relativ schnell wieder entspannt. Die Katzen waren im Haus, die hat das auch nicht so interessiert. Also insgesamt alles gut und ich bin froh, dass es jetzt rum ist. Ja, jetzt möchte ich euch noch erzählen, warum ich so lange kein Video hochgeladen habe. Wie gesagt, hat es mehrere Gründe. Es hat angefangen letzten Sommer bzw. Herbst. Da hatte ich ja in meinen Semesterferien versucht, immer zwei Videos pro Woche hochzuladen. Und ja, da habe ich das gemacht und dann sind aber meine Abonnentenzahlen stetig runtergegangen. Und dann hatte ich einen Motivationseinbruch, weil ich dann irgendwie nicht wusste, warum ich das machen soll. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber es ist doch sehr viel Aufwand, so ein Video zu drehen. Und ich dachte mir, wenn es keinen interessiert oder wenn es nur wenige interessiert, dann ja, mache ich das eben nicht mehr so regelmäßig. Dann kam noch dazu, dass ich ab Mitte August Unterricht von Kerstin Knaus bekommen habe. Sie ist MKA-Mastertrainerin für Bodenarbeit und Reiten. Mit ihrer Methode habe ich sehr fleißig trainiert und es hat irre viel Spaß gemacht. Bleigo hat mega viel dazugelernt. Er kann jetzt auf der linken Hand galoppieren und sich im Trab auch mehr fallen lassen. Das klingt alles nicht nach einer großen Leistung, aber für ihn ist das wirklich eine große Leistung. Weil er war die letzten 10 Jahre einfach nur ein Wald- und Wiesenpony und ist gerade ausgelaufen und deswegen war er sehr einseitig, überhaupt nicht flexibel. Gymnastik haben wir quasi gar nicht gemacht, deswegen ist es für ihn schon eine richtige Leistung, links zu galoppieren. Und das hat so viel Spaß gemacht, ich wollte dann meine Zeit nicht mit Videos drehen verbringen, sondern eben mit ihm ganz entspannt zusammen schön fleißig trainieren. Ja, das ist der Grund, warum dann keine Videos mehr kamen. Dann haben im Oktober meine Vorlesungen wieder angefangen und dieses Semester war sehr zeitintensiv. Immer wieder Vorträge und Gruppenarbeiten machen und das war, wie gesagt, sehr zeitintensiv. Und am Wochenende wollte ich dann einfach nur mit Bleigo ausreiten, Zeit mit ihm verbringen, ein bisschen trainieren und wie gesagt auch wieder keine Zeit für Videos eingeplant. Aber jetzt habe ich wieder Lust und Zeit, deswegen erstmal dieses kleine Einführungsvideo zu Beginn und ich hoffe, ich versuche jetzt wieder regelmäßiger Videos hochzuladen. Ich kann nicht versprechen, dass es was wird, weil jetzt auch demnächst die Prüfungen losgehen. Das ist auch immer, was sehr viel Zeit braucht. Aber Ende Februar wird auf jeden Fall ein Video kommen. Ich hoffe, dass ich zwischendrin auch noch Videos hochladen kann. Aber wie gesagt, ich kann es nicht versprechen. Ja, dann erstmal so viel dazu. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.